Lärm nervt nicht nur, Lärm macht krank. Nach Luftverschmutzung ist Verkehrslärm der zweitgrößte Verursacher von Gesundheitsschäden. Die Betroffenen entlang von beispielsweise lauten Bahntrassen haben in der Regel Pech, weil es gibt eine Lärmvorsorge, die ist gesetzlich geregelt für den Aus- und Neubau von Schienentrassen. Aber wenn vorhandene Schienentrassen saniert werden, gibt es keinen Rechtsanspruch auf Lärmschutz. Es gibt nur ein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm, da ist viel zu wenig Geld drin. Sozusagen Lärmschutz nach Kassenlage ist zu wenig, deshalb sagen wir, wir brauchen einen Rechtsanspruch für die Lärmsanierung auf Bestandstrassen und wir brauchen deutlich mehr Geld im Bundeshaushalt für die Lärmsanierung, damit endlich die Anwohner nachts gut schlafen können.